Hier haben wir das Report 823 823 von Bernebach, made in Germany, aus Eschenholz. Und dieses Stativ verfügt über ein Modul 2. Das ist hier dieser Kopf, dieser Aufnahmeteller mit dieser Mittelsäule. Und wenn wir den hier komplett ausfahren, haben wir nochmal 50 cm dazu. Wird einfach dann auch hier mit dem Hebel festgemacht. Und oben drauf befindet sich dann der Aufnahmeteller, wo ich mal gucken muss, ob Sie ihn noch sehen können. So. Und wir gucken uns natürlich das Stativ auch gleich nochmal so ein bisschen im Detail an. Ich wollte es halt eben nochmal eben komplett einmal aufgebaut zeigen, damit Sie auch sehen können hier von den Größenverhältnissen, um was es sich dabei handelt. Eschenholz deswegen. Eschenholz ist sehr vibrationsarm und sehr schockresistent. Und dazu gehören auch so Sachen wie zum Beispiel halt eben Erschütterungen durch den Boden natürlich selbst auch, aber auch bei Langzeitbelichtung nicht ganz uninteressant. Und dem Auslösen mit gewissen Brennweiten, wo man halt eben auch in einer Verschlusszeit nicht unterhalb der Brennweite arbeiten sollte, wie zum Beispiel 300 mm, fallen wir jetzt gerade ein. Und da haben wir dann den Spiegelschlag der Kamera, nicht nur bei Langzeitbelichtung, da könnte man ja eine Spiegelvorauslösung benutzen, sondern halt eben auch bei Sportaufnahmen. Man kann das kaum glauben, ist aber tatsächlich so, wo es ganz wichtig ist, dass man halt eben da auch eine gewisse Resistenz hat gegenüber dem Spiegelschlag der Kamera, halt eben auch, dass das nicht dann einfach auf das Kameragehäuse weitergegeben wird durch das Stativ. Ich werde einfach jetzt mal hier das Stativ wieder abbauen. Jetzt haben wir es also einmal hier aufgebaut gesehen und dann gucken wir uns das Stativ jetzt nochmal so ein bisschen im Detail an hier. Den Mechanismus der Schließen, die einzelnen Segmentbeine und so weiter. Wir bleiben als erstes noch einmal hier kurz bei dem aufgebauten Stativ. Wir haben also hier einmal den Klemmmechanismus, um die Mittelsäule halt eben zu arretieren oder halt eben dementsprechend auch zu lösen, indem wir diesen Hebel einfach hier einmal um die eigene Achse bewegen und dann können wir hier die Mittelsäule dann dementsprechend fixieren oder halt eben auch loslösen. Das Schöne ist halt eben, dass es eine sehr simple, einfache Technik ist, die also auch sehr wartungsfreudig ist, beziehungsweise gar nicht gewartet werden muss und halt eben auch nicht so schnell kaputt gehen kann. Und wenn sie kaputt geht, kann man sie auch einfach wieder austauschen. Das Report 823 ist natürlich auch schon mit dem neuen Anschlagsystem, mit den Flügelrastern ausgestattet, wie halt eben auch alle aktuellen Modelle von Bernebach. Das gemeint ist hier an der Seite das Rastsystem und wenn wir diesen Flügel hier einfach lösen, dann können wir dementsprechend die Beine halt eben einstellen und wir haben hier 20, 40, 60, 80 und 100 Grad, die eingestellt werden können. Ganz wichtig ist es, dass wir halt eben hier nur einmal den Flügel lösen müssen, um halt eben dann an den Rastpunkten, wie man auch hört, das Stativ dann dementsprechend halt eben dann auch richtig einzustellen, in dem Winkel, in dem man das dann auch braucht. Und das Ganze ist natürlich halt eben dann auch freihändig zu bedienen. Sprich, Sie müssen also hier jetzt nicht irgendeinen Mechanismus gedrückt halten, um halt eben die Beine dementsprechend abzuspreizen. Das passiert also hier alles dann mit dem Stativ selbst so, wenn man den Flügelanschlag hier oben einfach halt eben einmal gelöst hat und dann dementsprechend nach oben geht und dann halt eben die Grad einstellt, beziehungsweise den Winkel einstellt, den man dann auch benötigt. Am Ende des Statives hier unten, wo also sich die Füße befinden, beziehungsweise die Gummifüße, die wir hier haben, haben wir auch dann die Funktion, wo wir dann die Gummifüße einfach hier über diese Spikes schrauben können und dann logischerweise, wie ich es ja gerade erwähnt habe, unten dann Spikes haben, um halt eben dann auch einen optimalen Stand zu haben. Eigentlich ist das die Einstellung, die man immer benutzen sollte, gerade wenn man outdoor-mäßig unterwegs ist, da sollte man die Gummifüße eigentlich drin lassen, also sprich halt eben hochgeschraubt lassen und eigentlich auch wegen der Standfestigkeit immer nur die Spikes benutzen. Wie gesagt, der Mechanismus ganz einfach hier. Durch das Schrauben der Gummifüße nach oben kann man dann die Spikes einfach ausfahren. Wie man sieht, kann man die einzelnen Beine und die einzelnen Segmente, wie man sieht, hier mit dem Mechanismus, also sprich mit den Flügelrastern, die wir hier haben zum Abspreizen der Beine, auf Bodennähe runterbringen. Das ist jetzt die allerletzte Rasteinstellung, die wir haben, die wir zusätzlich noch lösen können. Und wir können also noch über diesen Punkt hinausgehen und dann also tatsächlich das Stativ bis ganz auf den Boden herabsenken. So, ich mache das mal eben hier. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine bevorzugte Arbeitshöhe. Also ich würde dann doch immer noch die letzte Rastposition nehmen. Aber nur mal halt eben für den Vorführeffekt. Sie sehen, hier spreizen sich die Beine dann auch wieder nach oben. Das geht. Man kann natürlich dann auch die Mittelsäule dementsprechend halt eben dann auch austauschen. Eine kleinere Mittelsäule reinmachen oder halt eben auch einfach nur den Aufnahmeteller oben rein. Und dann zum Beispiel halt eben nur noch einen Kugelkopf oben drauf zu befestigen. Und da halt eben auch zum Beispiel jetzt die Kamera dann zu befestigen, um halt eben dann auch seine Makroaufnahmen zu machen. Die Mittelsäule, die wir hier haben, die verbaut worden ist, die hat natürlich auch die Möglichkeit, unten
mit der Befestigung von einem Gewicht an diesem Haken, den wir hier haben in der Säule selber auch, da halt eben noch ein Gegengewicht anzubringen. Man hat eben noch mehr Stabilität braucht. In der Regel kann man dann hier seinen Fotorucksack einhängen, seine Fototasche oder halt eben dementsprechend auch einen Sandsack mitnehmen oder halt eben dementsprechend auch einfach Gewichte oder Jutebeutel, das, was Sie halt eben meinen, was da noch ein Gewicht mitbringen kann, was Sie dann halt eben brauchen. Und die Berlebach-Stative selbst werden ja halt eben mit gewissen sogenannten Modulen ausgestattet. Wir haben halt eben jetzt hier das Modul 2, also das ist halt eben jetzt diese Mittelsäule mit 50 cm Auszugslänge. Und wir haben dann natürlich auch noch viele andere Module, die wir hier anbringen können. Und egal, welches Modul Sie anbringen wollen, dafür müssen Sie einfach hier mit einer mitgelieferten Schelle unten diesen Ring lösen. Wenn Sie diesen Ring gelöst haben, können Sie das Modul einfach rausnehmen und können dann halt dementsprechend ein anderes Modul einfach wieder einsetzen. Eine Sache, die ich jetzt noch nachträglich hier Ihnen zeigen möchte, ist einfach, hier oben haben wir noch in diesem Stativstern eine Libelle eingearbeitet. Ich halte hier mal kurz ins Bild. Ich meine, denke, jeder weiß, was gemeint ist. Da brauche ich jetzt, glaube ich, wohl keine Extraaufnahme. Und was wir auch noch haben, ist, was ich ein bisschen schlecht zeigen kann, unten in der Mittelsäule bzw. oben am Aufnahmeteller haben wir auf der Unterseite drei Madenschrauben. Und die sind dafür gedacht, dass man halt eben hier, wenn man oben jetzt zum Beispiel auf diesem 3/8-Zoll-Gebinde, was sich da oben befindet, bzw. die Schraube an Stativtopf, Stativtopf ist auch schön. Gibt es das eigentlich? Keine Ahnung. Stativkopf befestigt, dann kann man dementsprechend mit den Madenschrauben halt eben offen, dass oben der Kugelkopf festgemacht ist oder die Kamera mit den Madenschrauben, die man also damit an den Imbusschlüssel hier reindrehen kann, einen Gegendruck erzeugen. Das bedeutet also, ist eigentlich fast unmöglich, dass hier oben irgendetwas wegfliegt, weil halt eben dann einmal die Schrauben von oben erfolgt und von unten die Madenschrauben halt eben gegendrücken. Und wenn man sich dann so Gebinde vorstellt, wo dann halt eben die Schraube, beziehungsweise jetzt die Schraube, die hier oben ist, in das Gebinde von dem Stativkopf zum Beispiel halt eben reingreift und da noch Druck von unten kommt, ist das Ganze im Prinzip eigentlich gar nicht mehr richtig zu lösen. Das heißt, hier kann sich auch nichts lockern. Das ist deswegen auch interessant, weil man halt eben ja auch mit diesen Stativen aus Eschenholz zum Beispiel halt eben aufgrund ihrer Vibrations- und Erschütterungsarmut halt eben auch dann sehr viel die Sachen einsetzt, beziehungsweise die Stative dafür einsetzt für Langzeitbelichtung halt eben auch. Und wir reden jetzt hier nicht von ein paar Sekunden, es geht teilweise auch über Minuten und Stunden. Und da ist es natürlich so, je nachdem, was da halt auch an Gewicht drauf ist, wenn das ein paar Stunden da oben drauf ist, mir fällt auch jetzt gerade ein, Astrofotografie zum Beispiel, auch eine sehr bekannte Geschichte, dass da halt eben auch dann mit der Zeit natürlich dann irgendwie das möglich ist, dass sich da etwas lösen kann. Wohlgemerkt kann, muss nicht. Hier haben wir die Sicherheit eingebaut. Das ist also wirklich das, was hier oben festgemacht wird, mit diesem Sicherheitssystem von unten mit den Madenschrauben, also auch wirklich dann bombenfest sitzt. Das war's von hier aus von meiner Seite jetzt hier, Berlebach-Stativ, Deport 823. Die Vorzüge von Holz hatte ich in Anfang schon erwähnt und dargelegt. Und das ist halt eben auch ein Material zusätzlich noch, das hatte ich anfangs vergessen zu erwähnen, was sich also bei extremer Hitze und extremer Kälte halt eben materialmäßig nicht verändert. Wir kennen das aus dem Physikunterricht, ne? Also Stahl zum Beispiel oder halt eben alle Metalle, die bei Kälte sich halt eben dann zusammenziehen und bei Hitze dementsprechend ausdehnen. Auch das natürlich wiederum im Hinblick auf spezielle Aufnahmen, Langzeitbelichtung auch hier wieder als Beispiel genannt, ist es natürlich halt eben dann auch damit verbunden, dass sich halt eben aufgrund ein paar Millimeter so ein Material sich halt eben dann noch zusammenzieht und arbeitet oder halt eben ausdehnt, dementsprechend halt auch die Aufnahmen dann verfälscht sind. Ne? Also das heißt, da kann halt eben sein, dass es dann ein bisschen unscharf wird und so weiter. Das haben wir halt eben hier mit diesem Naturmaterial nicht. Nachwachsender Rohstoff, auch noch ganz wichtig. Und natürlich auch Made in Germany. 10 Jahre Garantie, ne? Ist auch eine Ansage. Und wie gesagt, das ist also alles schon sehr durchdacht und halt eben auch nicht nur unbedingt für die spezielle Fotografie gedacht, dass man jetzt denkt, naja, okay, Panorama mache ich nicht, ne? Langzeitbelichtung und so. Darum geht es nicht. Stellen Sie sich nur vor, Sie sind mit Ihrem 300 mm Teleobjektiv unterwegs, ne? Und da kommt es halt eben dann auch auf den Spiegelschlag an und dann mit Belichtungszeiten halt eben nicht unter 300/300. Da ist halt eben auch so ein Stativ, was übrigens auch gar nicht schwer ist, man denkt ja Holz, ne? Aber Sie können ja auch die Angaben auf der Produktseite sehen, wie schwer das Stativ ist. Also für die Größe, für die Stabilität und das, was da oben drauf kann, also als Nettengewicht, ist das schon ein sehr leichtes Stativ, muss ich sagen. Ja, das war's von hier aus, das ist das Berlebach Report 823, hier bei uns im Shop.